Gut 2 Stunden war das Holz im Wasserdampf. Jetzt ist die Kastanie so weich, dass Jonas Baedeker sie in die richtige Form bringen kann. Kastanienholz ist extrem wasserresistent und deshalb für den Bau des Rumpfes seines Bootes bestens geeignet. Das Holz hat der 32-Jährige schon seit Jahren gesammelt und vorbereitet. Die Kastanie stand vor 3 Jahren noch in Norditalien. Da haben meine Eltern ein größeres Waldgrundstück und da fälle ich die Bäume selber und schneide sie selber zu Brettern auch. Heute bekommt das Boot seinen Kiel. Ein wichtiges Bauteil, bei dem es später mal drauf ankommt, wie geschmeidig das Schiff durchs Wasser gleitet. Schon vor Jahren hat Jonas Baedeker den Plan gefasst, selbst ein Boot zu bauen. Und zwar komplett aus Holz. Kastanie für den Rumpf, sibirische Lärche für die Planken, heimisches Apfel- und Birnholz für den Innenausbau. Das Boot ist ein amerikanisches Modell, dort heißt es Haven. Hier kennt man solche rund 5 Meter langen Boote unter anderen Namen. Das ist eine Schaluppe, also es gibt da ganz verschiedene Bootstypen. Und Schaluppe wird eigentlich am besten passen. Das sind so die Schiffe, die früher auf großen Segelschiffen, also auf riesigen Segelschiffen, so als Landungsschiffe dabei waren oder als zum Fischen zu gehen, wenn man draußen auf dem Meer ist und vor Anker liegt. Dann lässt man diese Schiffe zu Wasser und geht dann zu dritt irgendwie zum Fischen. Der Dachauer Architekt hat sich das mit dem Bootsbau alles selbst beigebracht. Schon früh Konstruktionsbücher verschlungen. Auch den Mast, das Rigg, die Segel will er selbst anfertigen. Ab und zu schaut ein befreundeter Schreiner vorbei und gibt Tipps. Ein benachbarter Schlosser dreht ihm spezielle Schrauben. Im Januar ging es in der zur Werkstatt umgebauten Garage los. Im Sommer nächsten Jahres will er mit dem Boot auf große Reise gehen. Ja, also der große Traum wäre, das Boot irgendwann in die Donau zu wässern und dann eben die Donau runterschippern, bis man im Donaudelta ankommt. Und ja, genau, das ist mein großes Ziel, was ich vor Augen habe und darauf arbeite ich hin. Ich habe einen Abenteuerbericht gelesen von einem, der es auch mit einem Segelboot gemacht hat, schon einige Jahre her, in den 90er Jahren. Und der hat 4 Wochen gebraucht. Also ich schätze mal, sowas in dem Dreh brauche ich auch. Von Regensburg aus über die Donau ans Schwarze Meer, das soll die Reiseroute werden. Davor liegen allerdings noch mehrere hundert Arbeitsstunden und rund 20.000 Euro Materialkosten. Deshalb arbeitet Jonas Baedeker die meiste Zeit der Woche auch ganz normal in seinem Büro. Aber an den Wochenenden steht er in seiner Garage neben dem Haus und baut weiter an seiner Schaluppe.